Bau eines Roulette wurfweiten Gesühlgucken Computers. Auto seltsam Gensi. Im Jahre 1976 baute ich einen Computer, der den Lauf der Roulette-Kugel vorausberechnen und mir durch Anwendung in den Casinos Europas Gewinne bringen sollte. Vorausgegangen waren Zeitungsberichte über sagenhafte Millionengewinne englischer Mathematiker im Spielcasino Baden-Baden unter Zuhilfenahme der Großcomputer der Oxford oder Cambridge University. Diese werteten statistische Unregelmäßigkeiten in den Sog. Permanenzen, regelmäßig veröffentlichte Gewinnzahlen eines Roulette-Tisches, aus. Ich gedachte, eine andere Strategie zu verwenden. Als Wissenschaftler ging ich von der Annahme aus, dass die Restlaufstrecke der Kugel eine eindeutige Funktion, abnehmend mit, der Kugelumlaufzeit ist, je kürzer die Umlaufzeit, je schneller also die Kugel zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, desto größer ist die Restlaufstrecke. Drei Zeitpunkte wurden mit einem Mikroskalter in der rechten Hosentasche eingetastet. Erste Kugel kreuzt Zero, Grünfeld im Kessel. Zweite Kugel nach Vollumrundung. Drittens Zero, Grünfeld im Kessel, nach Vollumrundung. Der Computer errechnete aus diesen drei Eingabezeitpunkten dasjenige Kesselviertel, in dem die Kugel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einfällt. Der Computer war mit Metallfolie umwickelt, um ihn abzuschirmen gegen die Störimpulse der Leuchtstofflampen des Casinos. Er bestand aus den damals noch teuren Micrologic, DTL-Schaltkreisen des Herstellers Fairchild. DTL heißt Diodentransistorlogik. Das Vierfach-2-Input-Nur-Gatter kostete $3,50 und ein Dezimalzähler oder Schieberegister K $30. Heute würde ein einziger winziger Chip genügen, der gleich am Mikroskalter angebracht sein könnte. Es geht nämlich nur darum, eine konstante Tabelle zu speichern. Input, 2 Zeitabstände. Output, 2 aus 37 Setzfelder, die nicht kommen. Dazu verwendet man einen Festwertspeicher, einen SOG. ROM-Chip, Read Only Memory. Zwei Zahlen aus demjenigen Viertel des Kessels, wo die Kugel nicht hinfällt, dem, hier sogenannten, Blankviertel, werden am Bein angezeigt und zwar in Original-Lage ihrer Setzfelder auf dem Spieltisch, zwecks einfachster intuitiver Wahrnehmung durch den Spieler. Output des Computers ist eine Anzeige 2 aus 36 am rechten Bein durch, mit Leukoplast aufs Bein geklebte, elektrische Kontakte, die einen kleinen Kitzeln den Stromstoß erteilten, genügen, wenn angeritzt, 6 Volt. 36 Kontakte bildeten den Geldsetztisch auf dem rechten Bein ab, in drei parallelen Reihen, links, Mitte, rechts, zu je 12 Feldern, Tischlänge ist Beinlänge nach unten. Am Oberschenkel die 8×3 der Tischmitte nächsten Positionen, am Unterschenkel die 4×3 entferntesten. Auf diese Weise war die Anzeige ohne langes Nachdenken vom Spieler sofort intuitiv erfassbar. Der Computer zeigte praktisch sofort nach der letzten Eintastung, Kesselvollumlauf, als Ergebnis 2 Felder aus dem zu erwartenden Blankviertel des Kessels an. Hier wird die Kugel mit größter Wahrscheinlichkeit nicht hineinfallen. Der Spieler, der zu diesem Zeitpunkt noch setzen, auch umsetzen, darf, nimmt von diesen 2 Feldern den Einsatz, mit einem Griff beider Hände, Weg und setzt ihn in die 2 vor ihm liegenden dafür extra setzfrei, ohne Geld, gehaltenen Freifelder. Diese wählt er zuvor beliebig, bequem erreichbar vor ihm liegend, aus. Nachdem sie nun mit Geld belegt sind, dürfen sie kommen. Die alle außer 2 Zahlen Setzstrategie. Setzt man auf alle Felder je einen bestimmten Betrag, zum Beispiel $1000, lässt aber 2 Felder, hier Blanks genannt, frei, so gewinnt man bei jedem Spiel diesen Betrag, hier also einen Tausender. Man hat nämlich 35 mal $1000 gesetzt und bekommt beim Kommen jeder beliebigen Zahl $36.000 heraus. Allerdings, falls eines der beiden Blanks kommt, hat man $35.000 verloren. Dies geschieht durchschnittlich in 2 von 37 Spielen,
also etwa alle 18 Spiele einmal und mittels des Computers sollen diese Großreinfälle auf Blanks vermieden werden. Der Computer errechnet das kommende Blankviertel des Kessels und gibt zwei Zahlen aus diesem, mit dem Sitzplatz nicht zu weit entfernten Setzfeldern, an. Diese Zahlen werden also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht kommen und alle übrigen Zahlen wurden gesetzt, so dass man bei jedem Spiel den Feldeinsatz, hier $1000, gewinnt. Dies verwundert auch den Croupier nicht, da diese alle -2 Zahlensetzstrategie bekannt ist und man durchschnittlich nur alle 18 Spiele mal sämtliche Einsätze, hier $35.000, verliert, wobei dieser Großreinfall bei größerem Spielerglück auch mal viel später erfolgen kann, und bei UNS wegen der Computervorausberechnung der zwei Blankzahlen praktisch nicht mehr vorkommt. Selbstverständlich wird man bereits nach einigen Tausendern Gewinn mal eine Pause einlegen und gegebenenfalls sogar das Casino wechseln. Die Aufgabe bestand nun nur noch darin, die Restlaufstrecke der Kugel als Funktion der Kugelumlaufzeit und der Kesselumlaufzeit, Kessel dreht sich in Gegenrichtung, für eine genügende Anzahl beider Werte experimentell zu bestimmen und in einer elektronischen Tabelle nachzubilden. Zahlenbeispiel: Kugelumlaufzeit 0,85 Sek ergibt Restlaufstrecke 4,7 Umdrehungen hinter Kessel Grünfeld, 0. Kessel dreht in 0,85 Sek um 0,35 Umdrehungen in Gegenrichtung, Kugelfeld, 4,7 minus 0,35, gleich 4,35 hinter Kessel Grünfeld. Auf der Gegenseite, 180 Grad versetzt, ist das Blankviertel des Kessels, wo die Kugel nicht einfällt. Hieraus zeigt der Computer zwei Blankfelder an zur Geldwegnahme und Umsetzen auf zwei freigehaltene Setzfelder. Die Sog Obstacles, das sind die sieben radial angebrachten silbernen Metallschwellen, die bewirken, dass die Kugel kurz vor Laufende entweder noch eine davon überwindet oder aber reflektiert wird, bewirken zwar eine Unvorhersagbarkeit der fallenden Zahl, jedoch ist der Einfluss eines Obstacles meist weniger als ein Halbumlauf, so dass die Voraussage des Blankviertels, wo die Kugel nicht einfällt, immer noch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit möglich ist. Und überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Zur experimentellen Bestimmung der genannten Funktion kaufte ich in Paris beim Hersteller, der Firma Caro, einen Original Casino Roulette Kessel. Kaufpreis war ca. $2.400. Nach Anbringung elektronischer Lichtschranken wurden in zahlreichen Versuchsläufen der Kugel die bei verschiedenen Umlaufzeiten und damit Geschwindigkeiten erreichten Restlaufstrecken im Bereich 3,8 bis 6,8 Umläufe liegend ermittelt, die nach physikalischer Erwartung eindeutig zugeordnet sein sollten. Leider war dies nicht der Fall. Zu einer bestimmten Umlaufzeit gab es leider immer wieder sehr unterschiedliche Restlaufstrecken und zwar betrugen die Unterschiede weit mehr als einen ganzen Umlauf, so dass jede Vorhersagbarkeit der Restlaufstrecke auf ein Kesselviertel genau, wohin die Kugel mit einiger Sicherheit nicht fallen würde, zunichte gemacht wurde, und damit auch jede Hoffnung auf den erwarteten Gewinn. Wie war nun diese Nichtreproduzierbarkeit der Kugelläufe zu erklären, wo doch physikalisch bei jeder Kugelgeschwindigkeit immer eindeutig eine bestimmte Restlaufstrecke zu erwarten sein müsste, wegen des gleichen Energieverbrauchs der auf dem Holz rollenden Kugel? Genaue Beobachtungen zeigten auch schon akustisch, dass es außer dem ruhigen Sog laminaren Lauf auch turbulente Kugelläufe gab. Hierbei kam die Kugel durch winzige Unebenheiten vertikal in unterschiedlichem Maße ins Flattern. Der Lauf war von einem mehr oder weniger schwirrenden Geräusch begleitet, es wurde dadurch mehr Energie verzehrt und die Restlaufstrecke war dadurch sehr unterschiedlich lang und nicht voraussagbar. Die Physik behandelt diese Phänomene der physikalischen Nichtvoraussagbarkeit heute unter der sogenannten Chaostheorie. Und nun kommt das Interessanteste. Ich, der ich damals noch keine Stimmen hörte, Hyperleben, Gott,